mächtigste, erfolgreichste, mächtigste Frau der Welt und trotzdem haben Sie sich ausgerechnet. Der Herausforderer und ehemaliger Finanzminister hat ja, sagen wir mal, schwere Wochen. Kritisiert werden, dass wir durch harte Zeiten gehen. Das natürlich gibt es viele Sorgen, viele Nöte, aber wir haben gezeigt, dass wir es können und das in einer schwierigen Zeit, in einer Zeit, in der wir die schwerste europäische Krise hatten und Deutschland steht stark da. Deutschland ist Wachstumsmotor, Deutschland ist Stabilitätsanker und diesen Kurs möchte ich fortsetzen und ich glaube, dass das, was wir gezeigt haben, doch Menschen überzeugt. Tut er Ihnen eigentlich leid? Nein, das hat auch Per Steinbrück doch jetzt wirklich nicht nötig, dass er mir leid tut. Ich hätte das alles besser und viel toller und für die Deutschen noch gesendet wird, dass sie der SPD eine europapolitische Unzuverlässigkeit vorwirft. Ich hätte eine andere Krisenstrategie verfolgt. Das ist doch der Ausgangspunkt. Ich hätte gesagt, natürlich muss es zu einer Konsolidierung der öffentlichen Haushalte kommen, aber bitte doch nicht in einer tödlichen Dosis für diese Länder. Was übrigens zunehmend erkannt wird, ja auch in den Reihen von CDU/CSU, dass diese Dosis tödlich sein kann. Aber sie muss doch begleitet werden in einer Doppelstrategie durch Impulse für diese Länder. Von mir aus nennen wir das ein Marshallprogramm 2. Die in der sozialen Marktwirtschaft für die, wenn Sie, das muss ich dann allerdings sagen, Herr Steinbrück, wenn Sie angesichts eines schon angekündigten und jetzt heißt es doch, nicht falsche Solidarität zu zeigen, sondern einem Prinzip zu folgen. Und dieses Prinzip heißt Leistung und Gegenleistung, Solidarität und Eigenverantwortung. Und wenn wir das nicht durchhalten, dann werden wir sehen, dass diese Länder nicht wieder mehr Arbeitsplätze haben. Und bessere Finanzen oder schlechtere. Mich bewegt die Vorstellung von einem Land, das in der Tat aus dem Stillstand herauskommt. Mir bewegt die Vorstellung von einem Land, das wirtschaftlich stark ist, weil es sozial gerecht zugeht. Das mehr in seinen ökonomischen Wohlstand und in seine gesellschaftliche Zusammenarbeit investiert. Ich habe die Vorstellung von einem Land, in dem jeder von seiner Händearbeit leben kann. Angela Merkel, wie würden Sie entscheiden? Wie werden Sie sich verhalten? Wird sich Deutschland an einem Militärschlag gegen Syrien? Nein, Deutschland wird sich nicht beteiligen. Und Deutschland kann sich im Übrigen auch nur beteiligen, wenn es ein NATO-Mandat gibt oder ein UN-Mandat gibt oder ein europäisches Mandat. Wir versuchen alles, und da bin ich deshalb auch sehr froh, dass wir dafür Tage Zeit haben, dass wir den UN-Prozess jetzt noch mal in Gang bringen. Wir wollen darauf achten, dass Per Steinbrück unbedingt auch noch mal sagt, warum er nicht eigentlich Kanzler einer rot-rot-grünen Regierung werden möchte. Ist so schlecht regiert wie nie. Nur Streit in einer Koalition. Bereits gemacht in Deutschland, in vielen Branchen, in der Leiharbeit, in der Fläche. Wir stellen fest, wir haben längere Einlassungen von. Also ich glaube, dass Per Steinbrück seine Rolle sehr gut gemacht hat. Er hat bewegt, er hat emotionalisiert, er hat die Leute mitgenommen. Und Merkel musste ja nur so sein, wie sie immer ist, nämlich eher lavierend und eher sozusagen im Wagen bleibend. Das hat für heute nicht gereicht. Ob das allerdings reicht, sozusagen, um eine Wahl auch zu gewinnen für Steinbrück, das muss ich dann noch zeigen. Es sind noch immerhin noch 3 Wochen. Es gab für die CDU einen guten Grund, den Termin so früh wie möglich zu legen für das Kanzlerduell. Und der Grund hat sich heute Abend gezeigt, Merkel kann Steinbrück rhetorisch das Wasser nicht reichen. Bedeutung kann ich nicht einschätzen. Spektakel ist es nicht, ist eher langweilig. Ja, es wurde ja insgesamt immer wieder gesagt, dass das seine letzte Chance ist. Von daher, ich denke, er hat auf jeden Fall ein paar Punkte gesetzt, ob es ausreichen wird. Ich glaube nicht, dass er sich so dramatisch absetzen konnte von Merkel, dass das jetzt die Wende wäre.